Hey Freunde, willkommen zum Kriegsvideo gegen die Allianz. OC, Original Crew. Ich hatte dann gefragt, ob sie aus Kalifornien kommen. So ziehen wir OC Kalifornien, nur für die Leute, die es noch kennen. Anfang der 2000er eine ganz große Serie. Davon mal ab. Seht ihr hier ein paar Kämpfe vor euch? Oder ihr habt ein paar Kämpfe vor euch, ihr seht ein paar Kämpfe an. Ich bitte den einen oder anderen Flüchtigkeitsfehler vielleicht zu entschuldigen. Ich habe heute meine zweite Nachtschicht. Ich habe das Video gestern nach meiner ersten Nachtschicht, also quasi ja, gestern Morgen, gedreht, teilweise auch in den Nachtschichten. Die regelmäßig gucken, denen wird auffallen, dass dieses Video vielleicht so 3, 4 Minuten länger geht als sonst. Das hat mehrere Gründe. Einer der Gründe ist, dass ich den Kriegsthron lud, der wieder volles hinten rangehangen habe. Ein weiterer Grund ist, dass der erste Kampf hier einfach unsäglich lange dauert. Ich glaube, 7 Minuten Kampf oder so. Wie gesagt, ihr werdet vielleicht ein paar andere Sachen sehen als ich. Seht es mir nach. Wenn man 26, 27 Stunden wach ist, dann kann mal das eine oder andere vorkommen. Das macht sich ganz speziell, ich glaube, ist gar nicht lügen. Im fünften Kampf macht sich das bemerkbar. Den hätte ich, kleiner Spoiler-Alarm, gewinnen können und auch gewinnen müssen. Aber das hat aufgrund einer falschen Entscheidung, die ich getroffen habe, dann hinten raus nicht geklappt, sodass ich im vierten Kampf, sodass ich meinen fünften Kampf dann als Cleanup nutzen musste, so rum war es, und der sechste Kampf dann wieder bestreitbar war. Na, wie dem auch sei. Ich habe mich auf jeden Fall für das Team entschieden, weil ich das Team als nicht so gefährlich angesehen habe. Es war relativ wenig Damage. Der eigentliche Sinn dieses Teams war mehr auf Survival gelegt, in meinen Augen. Das bedeutet, dass eben Knoll hier dafür sorgen sollte, dass Over hier gibt auch ein bisschen Damage. Kumpelino Krompas, sag ich schon. Krampus sollte natürlich hier alles ein bisschen abfangen. Das ist mir aber völlig lax, denn ich habe hier zwei D-Speller dabei. Zumindest sind die noch so halb am Leben. Und genau, ich hatte mich dann entschlossen, hier ein bisschen, also hier mit Grün und Lila reinzugehen. Aufgrund besagter Tatsache, auch weil Krampus eben auf der Flanke steht, habe ich gedacht, oder auf dem Wing steht, nicht auf der Flanke, so sagt man ja. Deswegen habe ich gedacht, das gefällt mir so ein bisschen besser. Sehr viel Gelb hier. Meine Güte. Aber auch viel Grün. Also beschweren kann ich mich eigentlich nicht. Ich muss nur die Steine irgendwie richtig zusammenschieben. Und hier kommt schon wieder Knoll. Und dann kommt der nächste Heal. Und das ist natürlich auch einer der Gründe, warum es alles ein bisschen lange dauert. Oh, Glück gehabt, ne? Ihr habt es gesehen, das wäre es gewesen. Lange lebe Cuddy. Tja, und wieder hat es nicht gereicht, ne? Death Up halt. So, haben wir das Übel schon mal weg. Guck dir mal das Board an. Hätte ich hier mit Blau rein. Oh, feier, ey. Tja, an der Stelle war es das natürlich für Xnoll. Ich glaube, spoilere ich gar nichts, wenn ich das sage. Damit meine ich für sein Xnoll. Sehr viel Damage, der jetzt da reinkommt. Damit habe ich jetzt auf jeden Fall schon mal ein bisschen Platz in der Mitte, mich ein bisschen auszutoben. Da ich auch jetzt von der Nachtschicht komme, werde ich auch nicht ganz so viel sagen dazu, glaube ich. Es gibt auch gar nicht viel zu sagen. Ihr kennt das ganze Spielchen ja schon. Fakt ist, Kriegsergebnis seht ihr zum Schluss. Kriegstor habe ich schon erwähnt. Seht ihr zum Schluss. Ihr könnt euch selber darüber ein Urteil fällen. Ich weiß nicht, was SG so gemacht hat. Meine Augen sind auch die Farbtruhen ultra schlecht geworden, schon seit Monaten eigentlich. Kriegsthronen. Naja, sagen wir einfach, mein Kriegsloot, der im Übrigen auch abgefilmt ist.
Glaube ich? Oder auch nicht, ich glaube nicht. Na, jedenfalls war der besser. Der war, glaube ich, das Beste, was ich den Tag hier heute gekriegt habe. Entsprechend war ich eigentlich zufrieden. Also ich war nicht unzufrieden, sagen wir es mal so. Ja. Ja, den guten Phileas hat sehr entschärft. Aber er hat seinen Job gemacht. Alles, was gespellt werden muss, ist weg. Er hat die drei Herrschaften, die hier im Hauptfokus standen, ebenfalls gut bekämpft. Daher bin ich da gar nicht böse. Jetzt geht der Timer los. 5 Minuten noch, ey. Es ist jetzt nicht so, als wäre es hier ein ultra schwieriger Spielmodus, aber zu diesem Zeitpunkt ist das Board einfach farblich umgeschwenkt. Also gelb ist immer noch ein bisschen, ist jetzt auf blau aktuell geschwenkt. Ich habe hier versucht, Lila ein bisschen voll zu machen, auch um Knoll voll zu machen, um, falls da kein Grüner ist, das Mana ein bisschen zu pushen. Habe mich dann entschieden, gegen den Gravemaker vorzugehen. Ja, natürlich sind die Minions nicht gerade hilfreich, wenn es darum geht, irgendwie Schaden zu machen. Aber das hat ausgereicht. Und jetzt müsste er irgendwie nur noch so eine Minute oder so aushalten. Und dann ist der Kampf auch vorbei. Ihr seht schon, der Ausgang steht in dem Fall fest. Eigentlich ist es völlig egal, was übrig ist. Ich könnte selbst nur mit Xnoll Only gewinnen oder mit Xnoll Kadi. Denn den Jungen kriegt man ja am Guten nicht tot, ne? Das ist ja Wahnsinn. Sobald man Platz hat zum Ghosten, ist Xnoll immer noch eine Maschine. Ja, spult von mir aus 10, 15 Sekunden vor. Dann seht ihr den nächsten Kampf. Das sind die ersten 54 Punkte. Ich habe mich dann entschieden, mit dem Team reinzugehen. Vermutlich gegen eine Hanna, würde ich mal meinen. Genau. Ich habe hier einmal die Spell drin für den Ritter. Oder auch von mir aus für Wolfgang, je nachdem, wie wichtig man das alles erachtet. Ja, es gab mal eine Zeit, da wurde gesagt, ey, guck mal hier, die Esme, das ist die Heilerin, die blaue Heilerin ganz rechts, die ist halt überhaupt nicht gut. Was hast du die? Ist doch alles Quark oder was benutzt du die? Aber wisst ihr, gerade gegen Teams, wo Hannah drin ist oder wie heißt sie, Elisabeth oder auch beide, also vor allem beide, knallt das richtig gut. Allein auch der Fakt, dass man natürlich danach immun gegen diese Fiends ist, das ist natürlich richtig krass. Richtig krasser Scheiß, muss ich mal ganz ehrlich so sagen. Er sieht schon, eigentlich wäre Wolfgang hier 8-mal tot schon, aber der reduzierte Schaden führte dann dazu, dass er das überlebt hat. Ich kann nichts nachschieben unter ihm. Außer jetzt dann den Lilanstein, der aber auch reicht. An der Stelle wusste ich, zwei Nährfaktoren sind schon mal weg. Ich muss jetzt eigentlich nur dafür sorgen, dass Krampus am Leben bleibt, beziehungsweise nicht am Leben bleibt, sondern auch ausgelöst ist, sodass alles, was so reinkommen könnte, durch Morell oder durch Quenelle abgefangen wird. Genau. Jetzt bietet es sich an, einmal den Debuff nachzuschicken. Das war natürlich sehr glücklich, dass Quinell erledigt wurde. Normalerweise hätte es mit den drei Steinen, glaube ich, nicht gereicht, aber dadurch, dass einer Crit war, war das natürlich ein Geschenk Gottes. Und an der Stelle ist der zweite Kampf auch erledigt. Ihr seht schon, die Steine stehen super. Die Specials sind da. Was soll noch passieren?
Ja, dann haben wir hier das gute Anti-Minion-Team. Ich wurde im Übrigen im letzten Video natürlich, ich will nicht sagen gefragt, aber darauf angesprochen, PS, das Board ist hier super. Und es wurde festgestellt, dass es spannend ist, auch im Minion-Krieg eben wenig mit, oder ich nicht so viel mit Minion töte, arbeite. Dazu kann ich nochmal sagen, ich habe nicht so viele. Ja, ich habe ein paar 4-Sterne-Helden, die das gewährleisten, aber ich habe kein Interesse da irgendwie großartig, wie soll ich sagen, Marken, also Embleme zu verteilen oder die irgendwie mit einzubauen. Denn ich habe sehr viele gute 5-Sterne-Helden, die den Job locker gewährleisten. Und ehrlich gesagt, ein, zwei so kleine Minions stehen mir da nicht wirklich großartig im Weg. Ihr habt das ja schon gesehen in den ersten beiden Kämpfen. Ihr seht auch, was hier ein Anti-Minion-Team anrichten kann. Sofern er mal getroffen wird. Ich hätte noch warten können, aber es sieht ja jetzt nicht so schlecht aus, dass es hier problematisch wird. Hatte aber tatsächlich, fairerweise, nicht bedacht, dass die Debuffs von Skadia natürlich sich summieren und entsprechend fett Schaden reinknallen. Das heißt natürlich, ich muss, wenn ich schon das Risiko eingehe, dass ich gerade eingegangen bin, auch darauf achten, dass hier der Dodge-Schaden nicht zu hoch wird. Plus der Fiend-Schaden, der im Zweifel jetzt reinkommt. Und ich das hier mindestens wegheilen kann. Denn ohne Heilung wäre das jetzt hier ganz schön kritisch geworden. Genau, und durch das Minion, was entstanden ist, passt hier Uraios dort natürlich hervorragend drauf. Auch das Minion umgehen ist natürlich Bombenklasse. Ja, jetzt kommt der Kampf mit meinem blauen Team, von dem ich gesprochen habe. Der ging irgendwie total in die Hose und ich ärgere mich eigentlich immer noch. Mal davon ab, ihr seht schon, das Board ist richtig Schrott. So. Dennoch werdet ihr sehen, war es mit ein bisschen Arbeit möglich, hier ein bisschen was zu machen. Entschuldigt, bin etwas erkältet. Und ich komme nachher gleich zu dem Punkt, wo ich eine falsche Entscheidung getroffen habe. Ihr werdet es aber selber gleich sehen. Das ist, ich will nicht komplett ausschließen, dass ich den Kampf vielleicht trotzdem hätte verlieren können, aber Fakt ist, ich habe es mir auf jeden Fall viel, viel zu schwer gemacht. Und das führt dann eben dazu, dass passiert ist, was gleich passiert ist. Ja, also erstens ist mir jetzt gerade auch selber aufgefallen, ich hätte tatsächlich mindestens Fryder auf die, also Mitte ansetzen können, auf den Odin, dann hätte Knoll und auch Odin in dem Fall was abbekommen, Quatsch, Scuddy, denn so ging ein Schaden von Fryder auf den Ritter, denn Fryder macht ja auf drei Ziele den gleichen Schaden, also wäre es dahingehend egal gewesen. Meister Lampe war richtig gesetzt, ich wollte Knoll fertig haben. Jetzt habe ich mich entschieden, Scuddy wegzubannen, einfach weil ich es als größtes Übel gesehen habe. Und das war im Übrigen der Fehler. Ich hätte hier links auf, keine Ahnung, wie der Kumpel heißt, oder auf Odin gehen sollen, eher auf Odin. Denn der macht auf jeden Fall Schaden auf alle, der andere macht nur Schaden auf alle, wenn ich das forciere oder ein bisschen unachtsam bin. Und der Ritter hat natürlich hier extrem viel Schaden abgehalten. Ich hätte auch den Ritter nehmen können, wäre auch richtig gewesen, aber in dem Fall hätte ich auf Odin gehen sollen. Hätte einfach Skadi lassen sollen, denn Odin wäre dann gestorben und hätte hier nicht 5, 6, 7 Züge komplett verschwenden müssen, um irgendwas hier noch reißen zu können. Denn jetzt, pass auf, löst der eine aus, es löst Odin aus und dahinter nochmal Skadi. Und dann steht ja schon mal fest, was hier an dort gleich reinkommt und vor allen Dingen, was hier mit dem ganzen Schaden passiert. An der Stelle war immer noch der Spott auf dem Ritter, sodass sie nicht mal beide da erledigen konnte und auch immer noch nicht den Ritter erledigen konnte. Und das ist natürlich richtig dumm gewesen. Da habe ich völlig versagt. Das regt mich, wie gesagt, richtig auf. Aber naja, was bleibt mir anders übrig? Ich musste jetzt wegstecken, musste den Cleanup machen und nochmal neu motiviert in den sechsten Kampf gehen. Also alles, was ihr gleich seht, ist kein Hexenwerk. Also mindestens links den Horst, dessen Namen ich vergessen habe,
wäre ja nun überhaupt gar kein Ding gewesen. 30 Punkte sind ja jetzt nicht schlecht, aber wie gesagt, das hätte auf jeden Fall ein Sieg werden können und wäre auch einer geworden, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Denn es sah ja echt gut aus für mich. Tja. Gut, heulen bleibt nichts. Also heulen tut man nicht, es bleibt nichts anderes übrig, als weiter zu machen, das wollte ich sagen. Perfektes Timing, bevor die untote Horde kommt, Beera auszulösen. Deswegen habe ich Beera auch mitgenommen. Hätte ich vielleicht mal gleich machen sollen. Naja, Team hätte ich ein bisschen umbauen können. Und das hier ist erledigt, easy peasy. Jetzt kommt der letzte Kampf. Da habe ich dann freundlicherweise einen Backup bekommen. Auch dadurch, dass ich jetzt ein Cleanup-Team benutzt habe, habe ich natürlich hier noch etwas übrig gehabt. Also mit etwas meinte ich, ich hatte zwei Teams übrig, die ich dann ein bisschen fusioniert habe. Und als ich das Board gesehen habe hier, ging mir gleich mein Herz auf. Ich habe gedacht, okay, die Chancen stehen schon mal sehr gut für dich, hier entsprechend reinzuklotzen. Habe mir auch entschieden, den Kristall gleich auszulösen, weil die Steine ganz gut positioniert waren. Heal kam nicht dazu, auszulösen. Ich habe mich mit Absicht noch nicht entschieden, den Professor auszulösen, weil ich eben nicht wollte, dass Wanda wieder hochgehottet wird. Deswegen habe ich damit gewartet. Und ja, ich sehe, dass der Debuff von Wanda noch, also der Buff, Anti-Debuff-Buff von Wanda besteht. Aber das ist mir egal gewesen, ich wollte sie weghaben. Deswegen habe ich die einfach mal ausgelöst. Auch hier habe ich überlegt, wartest du noch? Aber ich wollte ja Heilung von Suri abfangen. Also raus mit den Fiends. Den Schaden kommt sowieso nicht wirklich an. An der Stelle jetzt zumindest. Und ihr seht schon, hat sich das Board wieder gedreht, ne? Das war schon wieder mit Rot und Gelb. Eine Dreier-Kombi haben wir noch, die ein bisschen reinkleckert, aber das war's dann wieder, ne? Die Kombinationen halten sich ja so im überschaubaren Bereich auf. Ich habe dann nochmal versucht, irgendwie einzeln was zu erledigen. Genau, dann das Offensichtliche einmal. Leider hat es etwas länger gedauert, in dem Fall Sif auszulösen. Also er hat natürlich super reingekleckert gegen Kobalt. Aber nichtsdestotrotz kam hier extrem viel Geld nach. Und das ist natürlich schön mit anzusehen. Wäre Sif eben das Ziel gewesen von Francine, dann wäre sie auf jeden Fall auch erledigt. Der alte Kobalt weiß genau, wohin schießen muss. Ja, Kobalt erledigt. Nur noch Francine da. Kampf ist vorbei. Ihr seht noch einmal schnell meinen Kriegstruhen-Loot. Meine Gesamtpositionierung im Krieg. Die Death hat ganz gut gehalten. Ich glaube, ich war zweimal One-Shot und drei, viermal Two-Shot. Für 269 Punkte hat es gereicht. Oberes Drittel. Kriegstruhen-Loot. Ja, war in meinen Augen leider ultra bescheiden. Ja, ansonsten danke fürs Zuschauen. Schaut bei Dave vorbei, der war schon schneller als ich, hat sein Video schon hochgeladen. Coole, spannende Kämpfe mal wieder, wie ich finde. Lohnt sich auf alle Fälle reinzuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Und ja, wir hören uns und sehen uns am Sonntag/Montag. Liebe Grüße.